Media Concept, Ihr Partner für regionale Werbung, wünscht gute Unterhaltung. Autos spielen nachfolgend auch eine Rolle, wenn solche auch nur die teilnehmenden Mannschaften präsentieren. Zumindest war es immer in den vergangenen Jahren so. Denn wenn eine Veranstaltung mittlerweile das 18. Mal ausgerichtet wird, dann kann von Tradition gesprochen werden, davon, dass die Zuschauer diese Veranstaltung mögen und dass sich Anspruch und Niveau auf einer Ebene befinden. Genau zu dieser Kategorie von Veranstaltungen zählt das ZEV Hallenmasters. Längst hat es in vielen Terminkalendern seinen festen Platz für Anfang Januar gefunden. Das nächste Masters startet am 4. Januar mit altbekannten und neuen Gesichtern. Eine alte Fußballweisheit oder auch Phrase besagt, der Pokal hat oder schreibt seine eigenen Gesetze. Das trifft auch auf Hallenturniere zu. Darum bekommen bereits ligabekannte Duelle einen neuen, anderen Reiz. So treffen beim 18. ZEV Hallenmasters mit Zwickau, Chemnitz und Jena gleich drei Drittligisten aufeinander. Da sind sogenannte Rechnungen offen und werden entsprechend auch ausgefochten. Für so ein Turnier ist es wichtig, dass einfach mit einer gesunden Einstellung dann ins Werk gegangen wird. Klar wollen die Zuschauer natürlich auch guten Fußball sehen. Sie wollen auch sehen, dass es zur Sache geht. Aber es muss natürlich immer fair bleiben und immer sauber sein, gerade halt an der Bande. Weil ich glaube, kein Verein, der mitspielt, hat Lust, dass sich da irgendein Spieler verletzt. Das ist erstmal die oberste Priorität. Aber ich glaube, so eine gute Einstellung zu dem Turnier war die letzten Jahre immer da. Es ging zur Sache, aber es war nie groß unfair oder hitzig. Das ist dann schon wichtig. Und ich bin auch davon überzeugt, dass das dieses Jahr wieder genauso laufen wird. Da melden sich die Spieler, weil sie sagen, ach, ich habe Bock auf Hallenfußball. Oder wählt der Trainer die aus und sagt, wir wollen erneut gewinnen und da muss ich die Besten bringen. Teils. Also es gibt natürlich schon Spieler, die wir da auch aus gewissen Vorverletzungen auf jeden Fall in der Halle nicht einsetzen werden. Das ist klar, um einfach kein Verletzungsrisiko zu haben. Es gibt auf jeden Fall viele Spieler, die richtig Bock haben, die sich auf jeden Fall wieder freiwillig melden werden. Und dann wird es einfach eine Mannschaft geben, die da auf jeden Fall in der Lage sein wird, das Turnier zu gewinnen. Das auf jeden Fall, ja. Da wird es allerdings mindestens 5 Teams geben, die Gleiches vorhaben. Leider nicht das Westsachsen-Team, was nicht nur Publikumsliebling war, sondern auch für so manche Überraschung sorgte. Hat das Weser-Team ausgegessen? Nein, hat sie nicht, aber für dieses Jahr für 2020 haben wir uns etwas anders entschieden. Die Idee von uns, auch mal etwas anderes zu machen, dort mitteldeutsche ehemalige Profis, die zwischen 35 und 45 Jahre alt sind, die in den mitteldeutschen Vereinen, egal ob Dresden, ob Jena, Halle, Erfurt, Magdeburg, Zwickau, Chemnitz gespielt haben, hier zu integrieren in so eine Mannschaft, das abzubilden, was der MDR eigentlich auch ausstrahlt, das war unser Ansinnen gewesen. Ergänzt wird das Teilnehmerfeld also mit den MDR Allstars, einer Auswahl ehemaliger Profis zwischen 35 und 45 Jahren aus Mitteldeutschland. Und die hält auch aus Zwickauer Sicht manch Promi bereit. Ja, da würde ich den Jüngsten nennen, mit Marian Unger im Tor, FSV Zwickau Aufstiegstorhüter, denke ich mal ganz bekannt bei uns hier. Den Ältesten, Kwiecha Schubidice, lange Jahre hier Publikumsliebling in Zwickau gewesen, ist natürlich dann zu Erzgebirge Aue gegangen. Das ist so ein bisschen auch interessant, ne? So ein bisschen diese Spezialitäten herauszukitzeln. Genau diese Atmosphäre vor Ort. Damit ist Zwickau fast letzter verbleibender Turnierleuchtturm. Wir sind ja mittlerweile den Trend unterlegen, dass es kaum noch Hallenturniere gibt in der Größenordnung. Ich glaube, Zwickau, die Stadthalle mit unserem ZEV Hallenmasters ist Mitteldeutschlands größtes Turnier mittlerweile, was uns auch auf der einen Seite freut. Auf der anderen Seite ist es schwer, in der kurzen Phase der Wintervorbereitung überhaupt attraktive Mannschaften zu bekommen. Und wir wollen das mit viel, viel Kraftaufwand hochhalten, das Thema in Zwickau immer noch ein schönes Turnier zu machen. Und deshalb ist der MDR und ihr auch dabei. Ihr strahlt das aus. Das ist für uns ganz wichtig. Diesen Bodenzauber erst realisieren zu können, bedarf es nicht nur zahlreicher Fans, sondern vor allem einer breit gefächerten Unterstützung. In dem Fall ist der Hauptsponsor auch gleichzeitig der Namensgeber. Und er hat einen Vertrag unterschrieben für 2 Jahre. Ist das üblich bei solchen Turnieren oder bei solchen Ereignissen?
Also wie das bei anderen Turnieren ist, kann ich nicht beantworten. Bei uns ist es so üblich, dass wir einfach auch sagen, es gibt eine gewisse Planungssicherheit. Das Krause-Event entsprechend auch langfristig schon in die Veranstaltungsplanung gehen kann, ist auch wichtig, um Mannschaften für das Turnier zu gewinnen, um auch die ganzen organisatorischen Abläufe auch entsprechend hinterlegen zu können. Von daher, bei uns das Wichtigste ist, zu sagen, okay, das gilt für die nächsten 2 Jahre und das haben wir auch so gemacht. Das Traditionsturnier konnte in den zurückliegenden Jahren namhafte Pokalsieger feiern. Und das Starterfeld am 4. Januar? Ja, also das ist wie anderen Jahre auch ein ganz, ganz tolles Teilnehmerfeld. Ich denke, das macht auch den Reiz des Turniers aus, dass einfach lokale Mannschaften da sind und auch entsprechend auch Drittligisten. Ne? Mit Chemnitz und mit Jena sind wir da ganz froh, dass die beiden Mannschaften auch wieder zugesagt haben, Auerbach als regionaler Vertreter. Und ich denke auch die Nähe zu Dynamo Dresden, das passt ganz gut, dass wieder das Perspektivteam dabei ist. Und auch die Sport im Osten Mannschaft, die in diesem Jahr ein bisschen anders aufgestellt wird, mit ehemaligen Profispielern, sollte für das ein oder andere Highlight sorgen an dem Tag. Dann sollten rechtzeitig die Karten gesichert werden, um sich das Spektakel nicht entgehen zu lassen. Die vergangenen Wochen waren für die BSV-Damen ein Auf und Ab zwischen sicher geglaubten Punkten und unverhofft errungenen. Auf heimischem Parkett soll nun, nach dem grandiosen Pokalfight, endlich wieder Begeisterung auf die Ränge gezaubert werden. Möglich, dass mit Nürtingen wieder ein Gegner kommt, der an der Mulde über sich hinaus wächst. Oder sind 10 Plätze Unterschied in der Tabelle auch Spiegelbild des derzeitigen Leistungsvermögens? Nein, ich glaube nicht, ne? Weil wir haben auf unserer Seite persönlich halt gesehen, was innerhalb von guten 14 Tagen passieren kann. Es wird zu Hause gegen Harsley sicherlich nicht unser bestes Spiel halt gemacht haben, aber in Rosengarten beim Aufstiegsaspiranten Nummer 1 fast eine Sensation halt auch geschafft haben. Und in dem Moment heißt es für uns halt volle Konzentration. Wohl wissend halt auch, dass Nürtingen in den letzten beiden Spielen sehr, sehr achtbare Ergebnisse geliefert hat. Vor allem halt zu Hause gegen Freiburg. Da mit einem hohen Ergebnis oder mit einem hohen Sieg dann halt auch die Punkte bei sich gelassen hat. Das heißt es für uns halt einfach dann halt auch mit aufzunehmen, die Warnung halt anzunehmen und dann halt entsprechend auch motiviert und konzentriert in dieses Spiel halt zu gehen. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir an diese Heimspiele wie gegen Neckarsulm oder gegen Kirchhoff halt anknüpfen und da halt auch ein Feuerwerk wieder abbrennen. Kann das sein, dass das mental oder im Kopf eine Rolle spielt? Wie ich eingangs gesagt habe, HSV war auch nicht einer, der unter den ersten 5 steht. Jetzt kommt wieder eine Mannschaft aus dem unteren Tabellenbereich, dass das auch im Kopf eine Rolle spielt. Das kriegen wir auch so hin? Es heißt, dass es einfach halt in der Saison sich 30 Mal absolut zu fokussieren auf jedes Spiel. Und das ist halt egal, ob wir halt in Solingen spielen oder in Rosengarten. Da haben wir wirklich gegen den ersten gespielt und gegen den letzten. Wir müssen einfach dann halt wirklich diese Fokussierung halt aufbauen. Und ich glaube, dann haben wir alle Möglichkeiten, auch die Spiele für uns halt zu gewinnen. Als Unterstützung zählen dabei Trainer und Team nicht nur auf eine lautstarke Kulisse. Unterstützend steht dem BSV auch Intersport Güsport zur Seite. Zum Handball, da sind wir schon langjähriger Partner vom BSV, unterstützen die Mädels bei den Trikots, also sind Ausrüstungspartner davon. Die bekommen die komplette Montur, was sie halt zum Spielen brauchen. Und Schuhe haben wir dieses Jahr auch dabei gehabt, also dass wir da auch durchstarten können. Und ja, wie gesagt, langjähriger Partner vom BSV. Und wie weit schlägt das Herz für den BSV, wenn Sie auf der Platte stehen in Zwickau oder auch außerhalb? Also ich selber bin oft bei den Spielen. Dieses Jahr war es noch nicht ganz so oft. Die letzten Jahre waren es deutlich mehr. Aber wir versuchen schon immer mal, dass wir so reinquetschen können, dass wir bei den Spielen mit dabei sind. Und wenn nicht, dann Daumen drücken, das definitiv. Der BSV hat gegen die TG Nürtingen in den vergangenen 2 Jahren weder zu Hause noch auswärts punkten können. Auch wenn die Baden-Württemberger mit Lea Schuhknecht ein sogenanntes Flaggschiff aus der 2. Reihe besitzen, die Rentsch-Damen wollen trotzdem nicht hoch verteidigen, dieses Problem anders lösen. Ein ganz anderes Problem macht sich auf der Torhüterposition bemerkbar. Aus der Magen-Darm-Reizung bei Charlie Zenner wurde eine Blinddarmentzündung und eine OP. Sie fällt wahrscheinlich für den Rest dieses Jahres aus. Andere BSV-Torfrauen sind für die Liga noch zu jung oder nicht Spiel- bzw. Liga erfahren. So müsse das Team diesen Ausfall anders kompensieren und ihrer Torhüterin viel Arbeit abnehmen. Mal sehen, wie das gegen Nürtingen funktioniert.
Heimspiel gegen TG Nürtingen. It's time to fight! Sind in Mittelsachsen die Rallye-Messen für 2019 längst gelesen, ging es bei der ADAC-Rallye Köln-Ahrweiler nochmal richtig zur Sache. Der Liechtensteiner Ruben Zeltner dominierte diese mit Co-Pilot Helmer Henneberg deutlich. Er gewann insgesamt 12 der 14 Wertungsprüfungen. Der Westsachse verwies mit seinem Porsche 911er GT3 Michael Bieg im Mitsubishi Lancer Evo 9 und Dominik Anderheiden im Porsche Cayman 987. Nach unheimlich vielen Kurven und Kehren, keinen Schikanen, aber der Nordschleife in entgegengesetzter Fahrtrichtung, distanzierte Zeltner die Konkurrenz um 1 Minute 51 Sekunden.